Zuschauer, herzlich willkommen bei unserer Serie Eisenbahnromantik. Wir machen heute einen Sprung zurück in das Jahr 1987. Damals zu Ostern fand ein großes Dampftreffen im Wutachtal statt. Zwischen Blumberg und Weizen verkehrten 14 betriebsfähige Dampflokomotiven, aber es passierten auch einige unvorhergesehene Ereignisse. Ich wünsche Ihnen jetzt viel Spaß beim Dampf auf der Wutachtalbahn, die übrigens auch noch Sauschwänzlisbahn heißt. Der Grund für das große Dampftreffen hier über Ostern war gleich ein dreifaches Jubiläum. Vor 100 Jahren wurde mit dem Bau dieser Bahnstrecke hier begonnen. Die Eurovapor wird 25 Jahre alt. Eurovapor, zu Deutsch Europa, Dampf, wenn Sie so wollen, ein zusammengesetzter Begriff für Staatsgrenzen überschreitende Dampflokbegeisterung. Und seit 10 Jahren gibt es einen Museumseisenbahnbetrieb hier zwischen Blumberg und Weizen. Die Wutachtalbahn hat auch noch zwei andere Namen, zum einen Kanonenbähnle und zum anderen Sauschwänzlisbähnle. Warum, Herr Heinrich? Zum ersten Namen zur Kanonenbahn. Die Bahn wurde in den Jahren 1887 bis 1890 aus strategischen Gründen gebaut, um möglichst rasch Truppenverschiebungen von Ost nach West und umgekehrt durchzuführen und um die Schweiz, neutrale Schweiz, zu umfahren. Hat sich diese Bahnlinie überhaupt gelohnt? Ja, aus militärischer Sicht ja. Im Ersten und Zweiten Weltkrieg hat man auf dieser Bahn Truppenverschiebungen vorgenommen, aber im normalen Personen- oder Güterverkehr hat es sich also nie rentiert. Die Bauwerke, die wir jetzt hier überfahren und durchfahren, können Sie da ein Wort dazu sagen? Ja, man musste zwischen dem Bahnhof Weizen und dem Bahnhof Zollhaus-Blumberg, die 9,8 Kilometer Luftlinie auseinanderliegen, musste man die Strecke auf 25,9 Kilometer verlängern, um die Steigung von 10 Promille halten zu können. Dadurch musste man durch Tunnel und Viadukte die Strecke künstlich verlängern. Somit entstand auch der einzige Kreiskartunnel von Deutschland. Das ist unsere große Stockhalde Kreiskartunnel mit 1700 Meter Länge. In dem Tunnel fahren wir einen kompletten 360-Grad-Bogen im Berg und kommen dann oben 15,5 Meter höher wieder raus. Das ist auch der Name für die Sauschwänzlisbahn. Ja, dadurch entstand der Name, weil auf dem Streckenplan sieht es dann aus wie ein geringelter Schweineschwanz. Nach dem Zweiten Weltkrieg dauert es ja nicht mehr lange, bis die Strecke komplett unrentabel wurde, stillgelegt wurde. Ja, die Deutsche Bundesbahn hat schon im Jahre 1955 das Mittelteil Lausheim-Blumegg-Zollhaus vorübergehend stillgelegt. Und im Jahre 1962 kam dann das endgültige Aus für die Mittelstrecke. Zwischen den Jahren 1962 und 1967 hat dann die NATO noch einmal die Strecke komplett überarbeitet. Und ab 1967 lag dann die Strecke hier im Dornröschenschlaf. 1972 hat dann die NATO das Interesse an der Strecke verloren und die Bundesbahn wollte die Strecke abreißen.
Dann hat die verschiedenen Eisenbahnfreunde, hauptsächlich die Eurovapor sowie auch die Stadt Blumberg, hat sich darum bemüht, dass die Strecke als Museumsbahn erhalten blieb. 1977 hat die Stadt Blumberg die Strecke von der Bundesbahn für einen Zeitraum von 10 Jahren gepachtet. Symbolischer Mietpreis 1 Mark. Im Wuddertal selbst sind 3 Dampfloks stationiert. Die übrigen 11 Loks und 50 Wagen für das große Osterdampftreffen wurden von Museumsbahnen aus ganz Baden-Württemberg und aus der Schweiz ins Wuddertal überführt. Dafür wurden spezielle Züge zusammengestellt, die aber nicht von den Dampfloks gezogen wurden, denn auf Bundesbahnstrecken besteht ja bekanntlich Dampfverbot. Der Zug aus Stuttgart mit 4 Dampfloks und mehr als 20 Wagen kam am Karfreitagnachmittag in Blumberg an. Anschließend anheizen und größere Rangierarbeiten. Die andere Endstation der Wutachtalbahn, Weizen. Hier wartete gleichzeitig der mehrere hundert Meter lange Überführungszug aus Basel auf seine Weiterfahrt in Richtung Blumberg. Zuvor ging allerdings ein Foto-Sonderzug gezogen von einer alten preußischen P8 auf die Strecke. Vorösterliche Frühlingsstimmung bei 20 Grad im Schatten. Obwohl das Dampfspektakel erst am Samstag losging, war das Wutachtal bereits am Karfreitag durchsetzt von erwartungsfrohen Eisenbahnfans. Ja, und dann gab es einen Schreck in der nachmittäglichen Stunde am Karfreitag, kurz nach 15 Uhr. Der Zug war zwischen Pfützen und Epfenhofen. Da sprang die Lok an einer Weiche aus den Schienen, nicht nur die Lok, sondern auch der Tender und noch einige Wagen. Die Reparatur, sie wird mit Sicherheit die ganze Nacht in Anspruch nehmen. Die Lok kann nicht mehr fahren. Ob man die Gleise wieder herrichten kann, das ist noch die Frage. Wie es momentan aussieht, scheint zumindest die Lokparade am morgigen Samstag sehr in Gefahr zu sein. Was ist denn da passiert? Die Lok ist hier auf der Weiche im Bahnhof Grimmelshofen ein Herzstück entgleist. Hat dann, ich vermute also, dass die Spur zu eng war infolge von Spurverengung nach dem ersten äußerlichen Augenscheinnahme. Ja, und jetzt ist das Dampflok komplett entgleist, der Tender ist mit 2 Achsen entgleist, der Packwagen mit 3 Achsen entgleist und der hintere, der Zeitewagen, der steht so ein bisschen auf dem Spurkranz noch. Der ist also auch kurz vorm Entgleisen. Und aufgrund der Schäden, wie ich also jetzt schon an der Lok sehe, ist also für die Lok die Veranstaltung gelaufen. Und die Veranstaltung selber? Weiß ich nicht. Ich bin also kein Oberbaufachmann. Ne? Ich weiß also nicht, was das für Konsequenzen hat hier. Das ist also Sache des obersten Betriebsleiters, ne? Hier Weiterbetrieb oder nicht anzuordnen. Wie kann sowas überhaupt passieren? Ja, durch Wärme zum Beispiel. Ne? Ist also durchaus denkbar. Oder? Ich meine, ich habe ja noch gar nicht geguckt. Ne? Ich laufe jetzt erst gerade mal hin. Und vielleicht lässt sich also schon was feststellen. Aber der Gang ist klar, die Laufachse der Lok, also die Lok komplett, ist also hier auf dem Herzstück der Weiche aufgeklettert, ne, und hat sich komplett daneben gestellt. Ne. Dass also hier mit den Gleisanlagen etwas nicht in Ordnung sein muss, das beweist die Tatsache, dass also fast alles, was also hier drüber gefahren ist, ne, über der Schelle, ne, entgleist ist. Unsere Kamerateams sind ja neben dem Zug hergeflogen und hergefahren, um Filmaufnahmen zu machen. Unsere Aufnahmeleiterin war auf der Lok, als die Lok entgleiste. Jetzt fragen wir Sie mal, wie denn der Eindruck da war. Was haben Sie denn empfunden? Gute Frage. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe auf der rechten Seite von der Lok gestanden
und habe eigentlich gerade rausgeguckt und habe auf die Schienen gar nicht weiter geachtet. Und es war ein ziemlich lautes, ziemlich eindeutiges Geräusch. Und also ich habe gedacht, mir geht der Arsch auf Grundeis, um ehrlich zu sein. Weil ich habe im ersten Moment hat man gedacht, dass die Lok nach rechts umkippt. Ich habe zwischen diesen zwei Federn gestanden und ich habe nur aufgepasst, dass ich meine Füße nicht dazwischen kriege. Denn man hat richtig gesehen, wie sich alles verbogen hat. Also die schweren Eisentüren, die man vorher, na, ich will es dann kaum bewegen konnte, aber es hat sich alles verbogen und es war halt ein tierisches Geräusch. Man wusste nicht, wo es lang geht. Dann hat mich der Lotse gepackt und hat mich auf die Lokseite gedrückt, denn Tender und Lok sind ja nur durch ein Gelenk verbunden. Und also ich hatte hauptsächlich Angst, dass der Tender irgendwie kaputt geht und die ganzen Kohlen über uns hereinfielen, dann in dem Moment, wo ich gewusst oder wo man gemerkt hat, dass sie nicht mehr umkippt. Ne? Ganz schnell hat der Lots dafür gesorgt, ganz schnell, dass ich rauskomme, hat mich also auf die rechte Seite geschoben und ich habe dann auch alles mit mir machen lassen sozusagen, habe überhaupt nicht widersprochen und draußen war jemand, der hat gesagt, hier, nimm die Frau. Da habe ich gedacht, es würde irgendwie noch eine Gefahr bestehen, weil er sich sehr beeilte, muss ich sagen, um mich da runterzukriegen, aber es war dann ja doch noch ganz gut, das steht da gerade. Ja, klar. Hat sie noch was gemacht, das müssen wir wissen. Was denn? Außer dem Schreck haben sie nichts gekriegt. Ich habe außer dem Schreck wirklich nichts gekriegt. Nein, nein. Er hat mich in dem Moment, wo ich da stand zwischen den Tender und Lok, hat er mich gegriffen und hat mich an die Instrumente da gegrückt. Also auf die Lokseite praktisch. Dann kannst du die Zehen abquetschen oder was. Nicht? Genau. Ja. Hatten Sie Angst? Angst habe ich gar nicht gehört. Nein. Ich sind jetzt das erste Mal. Sie haben da Erfahrung drin. Das letzte Mal mit der 50er da unten, am 28.10. War abgelöst unten an der Endstation, hab halt die Rückfahrt nicht mitgemacht. Ja. Dann saß hinten in dem Bauzugwagen, hab was gegessen. Und auf einmal scheppert das und da fällt der Gulasch um durch die Gegend. Da Mensch, da bremst aber etwas alt. Ne? Dann rausgeguckt, da sagt die Dingens, die eine Frau vom Lokführer, sagt, Lok ist ein Gleis. Mensch, so ein Blödsinn, wa? Rausgeguckt, ich hab's erst nicht geglaubt. Dann hat sie dann draus gestanden. Ne? Jetzt war es ernsthaft. Da bin ich halt vorgesprungen und habe geguckt, dass sie was helfen kann. Aber mein, das Geschehen ist, war ja bereits gelaufen, was man noch machen konnte. Kessel voll Wasser pumpen, dann das Feuer auseinanderziehen, damit eben die Hitze weggeht. Weil jetzt brauchen wir sie ja nicht mehr. Nicht? Ja, und jetzt muss man halt abwarten, wie wir mit dem Karren zu Streich kommen. Denn ja, eigentlich hätten wir ja noch gern ein bisschen fahren wollen. Ne? Ja, es ging ja noch nicht mal richtig los gerade. Jo. Gell? Jo. Zug nähert sich von hinten. Es ist der Reparaturzug. 3 Stunden nach dem Unglück traf er aus Singen kommend in Epfenhofen ein. Zuvor hatte die Freiwillige Feuerwehr Blumberg die Gleise absperren müssen. Das Entgleisen hatte sich in Windeseile im ganzen Tal herumgesprochen. Was für ein Ereignis! Für viele ein willkommener Anlass für einen späten Karfreitags-Nachmittags-Streckenbesichtigungsspaziergang. Die Mitarbeiter des Reparaturtrupps waren binnen kurzer Zeit zusammengetrommelt worden. Aus war's mit der Feiertagsruhe. Im Vordergrund das Signal, das von der Lok wie ein Streichholz umgeknickt worden war. Der Aufgleisungsvorgang. Die Lok wird durch eine Hydraulik langsam angehoben und dann Stück für Stück in Richtung Gleis gezogen bzw. gedrückt. Das ist allerdings alles Millimeterarbeit, die ihre Zeit dauert. Während der Reparaturdienst die Hydraulikgerätschaften auslud und unter der Lok aufbaute, mussten einige überstehende verbogene Teile von der Lok weggeschweißt werden. Teile vom Gestänge und auch das Sandrohr. Die Arbeiten standen unter einem großen Zeitdruck. Spätestens am Samstag früh musste die Strecke unbedingt wieder befahrbar sein, sonst wäre die Lokparade ausgefallen und bei blockierter Strecke hätten alle Sonderfahrten abgesagt werden müssen. Ein finanzielles Desaster drohte dem Veranstalter. Auch 5 Stunden nach dem Unglück strömten die Zuschauer noch in Massen. Fieberhaftes Arbeiten des Reparaturtrupps. Nach Einbruch der Dunkelheit
ging es unter Flutlicht weiter. Stück für Stück wurde der Koloss verschoben. Die Wasservorräte der Lok waren zwar herausgeflossen, dennoch wog sie noch mehr als 115 Tonnen. Zwischendurch Schweißarbeiten. Immer wieder standen verbogene Teile des Tenders dem Aufgleisen im Weg. Dann kurz vor Mitternacht. Jetzt stand sie wieder auf den Gleisen, wie sich's gehört, die gute alte P8. Mit allen 10 Rädern wohlgemerkt. Für die meisten war das das Ende eines sehr ereignisreichen Tages. Es geht jetzt auf 2 zu. An den Bahnhöfen in Fützen und hier in Blumberg ist Ruhe eingekehrt. Die Loks, sie stehen im Ruhefeuer. Alle Mitarbeiter der Eisenbahnfreunde liegen jetzt im Bett. Sie müssen morgen früh raus. Allein an der Unfallstelle, an der Weiche, wird noch gearbeitet. Und so wie mir die Verantwortlichen gesagt haben, sind sie allen guten Mutes, dass bis morgen alles fertig ist, dass sie die Dampflokparade wie geplant durchführen können. Man hatte etwas Galgenhumor und meinte, naja gut, auf eine misslungene Generalprobe kann eigentlich nur noch eine sehr erfolgreiche Premiere folgen. Das hoffen wir natürlich auch. Mitarbeiter hier an der Strecke war es eine sehr kurz. Ab 5:30 wurde hier wurden die Loks wieder angeheizt. Aber eine gute Nachricht, die Strecke ist wieder befahrbar. Die Weiche ist in der Nacht repariert worden. Ja, und die ersten Fans waren auch schon lange vor dem Sonnenaufgang wieder unterwegs. Die Stimmung ist gut hier auf dem Bahnhof. Ich glaube, es wird ein wunderschönes Fest heute. Ja, und dann endlich nach einiger Verspätung die Aufstellung für die Lokparade. Bei den Museumseisenbahnen sind natürlich die Dampfloks, aber man braucht auch so unscheinbare Gefährte wie das hier. KW heißt das offiziell, Kleinwagen als Baustellenfahrzeug, um Gleise zu reparieren. Im Volksmund heißt das eher Dresine oder Motordresine. Motor ist auch drin, ein alter VW-Motor, 6 Volt, Leistung etwa 24 PS. Das Baujahr dieses Gefährtes ist nicht genau rauszubekommen, aber irgendwann nach dem Krieg wird es wohl gebaut worden sein. So, jetzt muss ich mich aber beeilen, damit ich noch rechtzeitig zur Lokparade komme. Den Anfang machte die Lok 10. Eine dreiachsige Tenderlok, Leistung 350 PS. Sie ist einer der ganz jungen Hüpfer der Parade, gerade 34 Jahre alt. Die leistungsstärkste Dampflok in Deutschland überhaupt, die Schnellzuglok der Baureihe 01, 2700 PS. Ja, und hier sieht man mal das Motto der Veranstaltung, Dampf im Wutachtal.
Linie 1 gehört übrigens den Ulmer Eisenbahnfreunden. Weswegen sind Sie hier? Oh, mich interessieren die Loks. Spezielle? Nö. Hauptsache es dampft oben raus. Gucke. Ja, der Neigkeit da, gucke. Der Dampf macht's. Die Lokomotiven, ja. Also das gesamte Flair auch, ne? Allein auch das Gerüchle, ne? Es ist gerade 30 Jahre her, dass die Baureihe 23 hier bei der Bundesbahn in Dienst gestellt wurde. Ja, und mit 20 gehörte sie dann schon zum alten Eisen. ...76 Jahre alt und noch recht rüstig die Lok 11 der Gesellschaft zur Erhaltung von Schienenfahrzeugen Stuttgart. Früher tat sie mal auf der Hohenzollerschen Landesbahn ihren Dienst nach dem Motto Eile mit Weile. Ihre Höchstgeschwindigkeit 40 Stundenkilometer. Premierenfahrt nach ihrer Wiederaufarbeitung. Die Güterzuglok Baureihe 50 der Euro-Vapor. Dass sie einer der großen Stars der Parade war, tat sie jedem kund. Ihre Pfeife war unüberhörbar. In großen Teilen Südbadens wohlgemerkt. Liebe Zuschauer, das ist leider das Ende unseres Treffpunktes Dampf im Wutachtal. Ich hoffe, es hat Ihnen ein klein wenig Spaß gemacht.